Das wunderschöne Romantikhotel Gmachl ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir sind ein sehr traditionsreiches Haus, seit 1334. Wir sind der älteste Familienbetrieb Österreichs. Da hat sich schon einiges angesammelt im Laufe der Zeit natürlich. Neben einer sehr hochwertigen Küche, also 14 Punkte in Gourmet, eine Haube. Natürlich unser nagelneuer Spa-Bereich mit Infinity Pool im obersten Stockwerk, bei uns im Klosterhof. Und natürlich auch ganz was Besonderes, wir haben einen eigenen Damen-Spa neben dem öffentlichen Spa-Bereich. Noch etwas, wo also nur die Damen Zugang haben sozusagen. Wir sehen es auch so, dass der Gast mehr oder weniger bei uns zu Hause zu Gast ist. Es ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt, zurückzieht und wieder Kraft und Energie tankt, damit man wieder gestärkt in den Alltag kommen kann. Das klingt genau nach meinen Vorstellungen. Besonders spannend finde ich allerdings folgende Kombination des Hauses. Wir haben also versucht, diesen Spagat zwischen Moderne und Tradition. Wir haben 40 Zimmer neu gebaut im letzten Jahr. Wir haben nur natürliche Material verwendet, österreichisches Holz, Ruster bei den Möbeln, Loden bei den Stoffen und Eiche bei den Böden. Also so, dass sie zwar modern sind, aber doch etwas Charme oder viel Charme versprühen. Ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich toll. Haben Sie das eingerichtet? Na, die Damen des Hauses, also meine Frau, meine Schwiegermutter sind also schon die mit dem guten Geschmack und mit dem guten Händchen fürs Interieur. So kann man das auch nennen, dass die Frauen das Sagen haben im Haus. Ja, genau. Etwas umschrieben sozusagen. Tja, ohne uns Frauen läuft eben gar nichts. Aber das ist ja nichts Neues. Das Romantikhotel hat noch viel mehr zu bieten. Wir haben auch eine eigene Metzgerei dabei. Das heißt, wir produzieren auch noch die Produkte im Haus. Also da kann es sich dann schon genussvoll zum Abendessen begeben. Und am nächsten Tag kann man ein bisschen Sport machen in unserem Fitnessraum sozusagen. Oder man lässt sich ganz einfach massieren oder eine schöne Behandlung für die Damen. Das klingt ja schon nett. So lässt sich's wirklich leben. Doch nur auf der faulen Haut liegen reicht mir nicht. Aber das ist absolut kein Problem, denn zu sehen gibt es hier genug. Wir sind hier im Flachgau und das eignet sich ganz besonders dazu zum Wandern. Natürlich eher im Flachen. Wir sind im Trummer Seengebiet, das heißt Mattsee, Obertrummer See, befinden sich gleich ums Hauseck sozusagen und natürlich die Nähe zur Stadt. Wir haben direkte Busverbindung und man ist in 10 Minuten am Mirabellplatz und kann dann die Stadt erkunden sozusagen. Ah, so lässt sich's leben. Home for Christmas with a thousand memories.